Also die neurologische Reha ist eine spezielle Rehabilitation bei neurologischen Erkrankungen. Da geht es um Erkrankungen des zentralen Nervensystems, also des Gehirns und des Rückenmarks, aber auch der Nerven. Und hier werden verschiedene Therapieverfahren eingesetzt, um eben die Alltagsaktivität wiederherzustellen. Das ist das zentrale Ziel der Rehabilitation. Und das geht über verschiedene Gewerke, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, neben dem ärztlichen Dienst, die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Logopädie, die Neuropsychologie und die therapeutische Pflege. Und in dieser Gruppe der Therapeuten wird dann versucht, das Optimale für den Patienten zu erreichen.